Servus Leute, zurück zu Let's Play The Dungeon of Neuheubeck. Wir sind im Kerker bzw. in der Schmiede im fünften Stockwerk angelangt. Und hier gibt es auch sozusagen die Knöpfe von unserer Nebenquest letztes Mal gesammelt. Und wir müssen hier anscheinend diese reparieren lassen auch noch. So, wen haben wir denn da? Ist das ein magischer Amboss? Hey, ich hab doch gesagt, hier wird nicht gefoltert. Beruhigen Sie sich, wir sind keine Henker. Das gibt's doch nicht. Ihr seid es, meine streitlustigen Abenteurer. Sieh mal einer an, der Gastwirt. Was machen Sie denn hier, Emil? Ich wollte in der Schmiede eine Schachtel Nägel kaufen. Egal, was ist mit euch? Wollt ihr auch was kaufen? Wir brauchen einen magischen Amboss. Haben Sie so einen? Ja klar, in meinen Träumen. Mein Amboss ist einzigartig, aber nicht magisch. Was soll ich sagen? Die meisten Leute wünschen sich ein gutes Pferd, Schweinerippchen oder ein nettes Mädchen als Ehefrau. Bei euch geht es immer nur um seltsames Zeug. Die meisten meiner Gefährten haben in der Tat eine gestörte Wahrnehmung der Wirklichkeit. Zweifellos eine Folge ihrer schlechten Bildung. Glücklicherweise ist der Barbar muskulös genug, um diese Schwäche zu kompensieren. Wir sind Abenteurer, keine Dummköpfe. Ja, also auch ich habe schon Erfahrung gesammelt. So eine unterhaltsame Gruppe gewöhnlicher Leute. Also, gibt's hier keinen? Einen magischen Amboss? Hier oder woanders? Verdammt nochmal, nein, wenn ich es euch doch sage, auch wenn ich gerne einen hätte. Ich glaube, er verschweigt irgendwas. Und was? Eines Abends im Gasthaus war er betrunken. Ich habe gehört, dass er sagte, ein magischer Amboss sei in einem Lagerraum auf dem Dach des Kerkers versteckt und dürfe nur für besondere Anlässe benutzt werden. Wirklich? Von mir wisst ihr nichts. Interessant. Danke für den Tipp. Ach, das ist ja lustig. Gerade fällt mir was ein. Vor ein paar Tagen haben wir einen Zwerg eingebuchtet. War ziemlich mitgenommen. Hat irgendwas von einem göttlichen Amboss oder sowas gefaselt. Diese Bastarde haben einen Zwerg geschlagen. Dafür werden sie bezahlen. Und wo können wir diesen Gefangenen finden? Frag die Gefängniswachen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Das ist doch Unsinn. Glaubt ihr wirklich, ein Zwerg wüsste irgendwas über einen Amboss? Ja. Die Gefängniswachen sind nicht gerade freundlich und ihr Boss versteht keinen Spaß. An eurer Stelle würde ich mich vom Gefängnis fernhalten. Wir werden darüber nachdenken. Hier, Emil, deine Handschellen sind fertig. Oh, sehr gut, danke. Nein, die sind für die Saufkumpanen. Wenn sie in der Taverne Alarm machen, fessle ich sie, bis sie wieder nüchtern sind. Wir verurteilen niemand. Jedem seine Schändlichkeiten. Warum will der Emil uns da oben hinleiten und von was anderem fernhalten? Ne? Diskutieren? Welcher Vollidiot hat denn die Schmiede auf dieser Etage gebaut? Ich habe viele weit hergeholte Theorien darüber gehört. Aber ehrlich gesagt gefällt sie mir. Aber warum? Das ist doch blöd! Überhaupt nicht. Dadurch muss ich niemals Hufeisen schmieden. Man kann sich nicht auf die edle Aufgabe des Schwerteschmiedens konzentrieren, wenn man ständig in Pferdescheiße tritt. Da ist was dran. Durchaus. Und was hat er zu verkaufen? Hat er was Gescheites zu verkaufen? Wow. Wow. Groll aus Jampfer. Hallo, mein Freund. Ey, Karamba, hier gibt's ja einige gute Sachen. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Habe ich so viel Geld alles dazu kaufen? Ich glaube ja. So. Ich glaube, ich habe genau alles Geld, um hier alles zu kaufen. Kriegshammer des großen Bratens. Für wen? Das ist doch was für ein Oger, oder? Ah ja, vergleichen. Wir haben ja vergleichen. Oh, das sollte ich mal machen. So. Lohnt es sich. Schutz erhöht. Parade erhöht. Lohnt sich. Kaufen. Der Rubel muss rollen. Lohnt sich das? Schutz dasselbe, Einschlag dasselbe, ist genau dasselbe, was wir haben. Was haben wir hier? Besser, schlechter. Es macht zwar. Nee, das lohnt sich nicht. Das. Wir haben doch gerade ein neues Schwert gefunden. Ist das besser? Naja, 4. 4 bis 1, aber dafür ist kritische Trefferchance geringer und kritischer Schaden auch geringer.
Aber die besondere Fähigkeit ist nützlich. Ich hoffe, diese Investition lohnt sich. So, hier. 4 Schutz zu 2 Schutz. Besser. Nein, nicht mein Gold! 5 Schutz. Müssen wir nicht darüber reden. Groll bringt die Zwerge voran. Diese Stiefel sind nicht die bequemsten, aber wahrscheinlich die festesten, die die Jamfermine produzieren kann. Her damit. Soll ich ihm jetzt das Gold geben? So, Bögen. Oh ja. Ja gut. Da brauche ich beide. Wer welchen bekommt, das schauen wir dann mal. Besser. Beim Kriegshammer, da wundere ich mich. Ja, besser und besser. Oh, wir haben kein Geld mehr. Überraschend. Aber das hat sich gelohnt. Ich gebe sie auf keinen Fall her. Der Flügelhelm ist besser. Endlich die richtigen Gegenstände für die richtigen besser, Leute. Das ist besser. Wow, der sieht mächtig aus. Eine renommierte Armbrust ist besser. Oh, das sieht ordentlich. Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Brutalen Kupan, Trefferschuss oder Trefferschuss noch geringer. Physischer Trefferschuss, physischer Widerstand. Physischer Widerstand. Jawohl, das wird super. Für dich war da nichts dabei. Bruder, Kumpel. Du kannst doch große Hammer des 33 bis 50. Ja, wird schon kaufen. Ich hab Nüsse für die Eichhörnchen. Eine Ironie dabei. Des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Für dich wäre noch was dabei. Ich trinke miteinander mischen sonst. Boom. So ein Mist. Da. Ein neuer Bogen. Hervorragend. Ein neues Schwert. Und ein neuer Schild. Cool, dann sehe ich nicht wie ein Nerd aus. Oh, ja, sieht strong aus. So, jetzt müssen wir den Stuff wieder loswerden und dann kaufen wir nochmal neu ein. Verkaufen. Das verkaufen. Kaufen. Dann können wir ja auch für wenigstens ein bisschen Platz machen. Wir haben einiges zu verkaufen. Und es gibt alles kaum Geld. Das ist enttäuschend. Wir haben halt jetzt lauter Silber-Equipment. Ein Gold-Equipment. Der Rest ist halt Schrott. Warum ist der Rest Schrott? Weil hier das wertvolle Zeug ist. Ledergürtel. Kaufen. Geringer Fokus, verkaufen. Geringe Intelligenz, verkaufen. Kaufen, verkaufen. Die zwei sind wertvoll. Oh, hier, das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich das sehe. Aber beides verkaufen. So, jetzt können wir wieder kaufen. Und zwar, ja, ich nehme auch das da. Das kriegt der eine. Und da schauen wir doch mal. Ich bin mir sicher, der Ogre müsste ihn doch nehmen können. Man müsste sich wenigstens mal anschauen. Warum? Wegwerfen. Hä? Warte mal. Kriegshammer. Ach, ist das eine Waffe für die Paladiner oder wie? Warum wird er mir dann angezeigt überhaupt? Belastend. Nein, nein, weg von meinen Taschen. Hier, gönn dir. Danke. Ist das für mich? Wirklich? Das ist bedauerlich. Warum haben wir überhaupt diese Armbrust? Die ist Schrott. Im Gegensatz zu der ist die sehr viel Schrott. Ja. Na gut. Die Items kann ich auch noch loswerden und dann haben wir das erstmal. Dann haben wir uns erstmal wieder neu einequipped. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, der Kriegshammer war leider eine Fehlinvestition, aber wir haben das Geld. Wobei, haben wir es? Wir haben es nicht mehr so viel. So. Man sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken. Da würde ich erstmal das gerne freischalten, dann kann ich nämlich mich hier bewegen. Beziehungsweise schneller hin und her bewegen. Deswegen gehen wir hier entlang und schauen und sehen. Hier sind. Hier sieht es aus nach Gegnern. Aber das aktivieren wir. Nice. Gut. Damit ist die Abkürzung in die Taverne freigeschaltet. Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Hm?
Doch, das ist Loot. Ich wittere einen Kampf, wenn ich hier einbreche. Oh. Okay, dann gibt's hier noch nichts zu sehen. Warte, will ich hier raus? In einen Garten? Der Amboss. Nee, eigentlich will ich nicht in den Garten. Ich will stattdessen hier. Oh. Da gibt's noch mehr Läden. Ach du Schande. Wir würden diesen Mantel gern mit diesen Knöpfen reparieren lassen. Ich verstehe. Dieser Mantel ist ziemlich elegant. Ich muss euch warnen. Das wird nicht billig. Das ist kein Problem. Unser Kunde kann zahlen. Gut, dann fange ich gleich an. In 3 Tagen ist er fertig. Moment mal, das sind doch bloß ein paar Knöpfe. War nur ein Witz. Hier, fertig. Ich habe Ilgas Nähzauber verwendet. Boah, bei arkanen Wissenschaften ist der Fortschritt nicht mehr aufzuhalten. Okay. Edler Mantel, Mantelknopf oben. So. Leider habe ich jetzt schon mein ganzes Geld ausgegeben. Ach, verdammt. Ach, verdammt, ach, verdammt, ach, verdammt. Ach, du Schande. Hier gibt's noch mehr Stuff. Oh, shit. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich mit meinem Gold anfangen kann. Und da gibt's noch mehr Stuff. Gut. Das ist nicht so wichtig hier, würde ich sagen. Aber hier, das belastend. Einmal reinschauen kann man noch. Vielleicht gibt es da etwas, was ich mir sofort leisten sollte. Boah, schaut euch das an. Schutz 4. Schutz 4. Kruger hat mich gemacht. Schuldenbrust. Boah. Gut, die habe ich schon. Ist schön. Verdauungsrettungsgürtel. Ach Gott, hier die ganzen Texte auch noch. Da tatsächlich, ich tue sie nicht lesen. Ja gut, alles brauchen wir nicht. Schutz 1 ist zum Beispiel nicht wichtig. Schutz und Intelligenz. Sicherheitsgürtel, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, Schulter guter Gelehrten. Magie, Einschlag, Charisma. Ist auch nicht schlecht für... wobei, Schutz haben wir bei ihr. Robe der Extravaganz. Naja, ich schaue immer erst auf Schutz. Also bei Rüstungsteilen, Schutz ist erstmal das Wichtigste. Kampfgeschirr, Schädel und Darm. Nee, aber das da... Oh, das kostet aber auch. Das kostet. Verfassung und Mut. Das ist worth. Das ist auch worth. Schauen wir mal. Ich könnte mir vielleicht beides leisten. Wenn ich Sachen verkaufe, die wertvoll sind. Ja, wir haben ja immer noch solche, die Poster. Wobei die Poster, ich glaube, die Poster, die geben irgendwas. So geht los. Prothesenglas. Ich habe kein... Das sind wahrscheinlich einfach verkaufbare Sachen. Ich will die nicht verkaufen, ehrlich gesagt. Andererseits, doch, ich brauche das Geld jetzt. Ich muss sie jetzt verkaufen. Ich muss sie verkaufen. Aber die Poster nicht. Ich glaube, die Poster gibt es ein Achievement. Porno-Pergament, das können wir... Ja. Das brauchen wir nicht zwingend. Aber ich sehe gerade... Puh. Also geldtechnisch. Was ist da schiefgegangen? Was ist da schiefgegangen? Warum ist da was schiefgegangen? Wurde gerade wirklich alles angezeigt? Nee, hier haben wir... Noch hier, ne? Doch. Wurstguillotine. Was zum Teufel? Dies nehmen wir alles. Gutschein behalten wir mal. Ja, das wird jetzt endlich mal losverkauft. Erholungsdecke. Ein Ei. Wobei, ein Ei war schon mal für eine Quest da. Das weiß ich nicht, was das ist. Crevetola. Das hört sich auch interessant an. Behalten wir mal. So, Tränke und so ein Zeug. Das nutze ich nie. Würde das Spiel vielleicht noch einfacher machen, aber nie. Wovon habe ich sehr viele von Filtertränken und sowas. Weil ein bisschen brauche ich, glaube ich, noch.
Ach, kleine abgestandene Wasserflasche. Wobei, vielleicht brauchen wir Wasser. Für eine Quest oder so. Geschwindigkeitsdrink. Ah, komm, die können weg. Nutze ich nie. Explosive Bomben. Nutze ich auch nie. Dann... kleine Ausdauertränke. Nutze ich nie. So, das reicht. Ich will noch die Armbänder. Geil. Geil. Das ist eine Verbesserung, eine deutliche Verbesserung für den Barbaren und für ihn. Herausragende Handwerkskunst. Oh ja. Könnte man für ein Was nettes Sündchen versetzen. Oh, das ist mein Beutel. Ah, fantastisch. Genau wie Chrom. Nice. Dadurch wurde der Schutz nochmal deutlich geboostet. Boost, boost, boost. So. Ja, ich dachte mir schon, Geld kriege ich für die nicht wirklich. Cool. Dann aktualisieren wir mal Sehr die Karte. Cool. Nur so langsam habe ich kein Geld mehr. Dort unten ist eine Treppe. Oh, komme ich da direkt auf die... Der Amboss. Moment, ich komme da direkt auf die nächste Etage. Warte, die Tür machen wir erstmal auf. Wir brauchen so oder so Stuff. Hey, oh, Kumpel, hol dir keine Sehnscheidenentzündung. Oh, erstmal gönnen. Wir brauchen jetzt wieder Geld. Danke. Große Schale des Gemüseeintopfs. Lecker, lecker. Schüssel für die Zubereitung von Gemüseeintopf. Eine Delikatesse für Oger, die den unvergleichen Fondant von frischem Fleisch mit pflanzlichen Vitaminen kombinieren. Kombiniert. Heiltränke, Stiefel der heiligen Naht. Qualitätsstiefel aus behandeltem Leder, um keine Krankheiten zu verbreiten. Kann verwendet werden, um mitten in einer Schlacht mit einer Knochensäge zu amputieren. Ja, bitte nein. Ich glaube, der... Was willst du von mir, Prolet? Jetzt... Oh, doch, du hast keine Stiefel. Genau, was ich gebraucht habe. Das ist richtig. Genau, was du gebraucht hast, leider. Lecker, lecker, lecker. Und wie sieht es bei dir aus? Oh ja, auch das ist besser. Schaut euch diese nette Schüssel an. Geil. Wir werden hier gepusht, gepusht, gepusht. Sollen doch die Gegner kommen. Wir sind jetzt seit dem letzten Kampf deutlich besser geworden. Deutlich besser. Und ich glaube, das ist noch kein Ende in Sicht. Okay, da fehlen mir noch zwei Bücher. Geschichte der Elfen ist hier zu finden. Diese Gänge nehmen kein Ende. Soll ich zur sechsten Etage oder ins Gefängnis gehen? Oder erstmal in den Garten hier? Hier ist ein Hebel. Hier ist auch ein Hebel. Da ist gerade ein Schatten über mich drüber geflogen. Hier sind überall Hebel. Da fliegt irgendwas über mich drüber. Oh. Das war... Und wieder einmal triumphiert der Intellekt. Nicht das schwierigste Rätsel. Dank der Tabulator-Taste. Ich werde die Öffnung überwachen. Mehr Geld und eine Geschichte. Ein Glückstrank. Kritische Treffer... Sehr schön, sehr schön. Ein seltener Trank, der das Glück des Trinkers für kurze Zeit drastisch erhöht, seien Sie vorsichtig. Glück zu haben kompensiert nicht immer Inkompetenz. Spastianisch. Spastians elfische Klaue. Der Name Spastian, Großchef der Moidos-Stammes, ist auf dem Begriff eingraviert. Ja, für die Elfe neue Waffe. Und Flüstern von toten Blättern. Diese Qualitätsschuhe für stilvolle Elfetten wurden von den besten Elfen Schuhmachern entworfen und lassen nur ein unhörbares Flüstern ab. Selbst ein Kakerlake, die kaut, macht weniger Lärm. Mehr Lärm, meinst du? Weniger wäre keine Verbesserung. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Schutz und Beweglichkeit. Beweglichkeit ist ja, glaube ich, das Hauptattribut. Das ist aber schön. Nehme ich gern, danke. Und ein Eine Waffe. Ja, 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 da sehe ich sie. Da sehe ich sie. Oh, ist deutlich oh, besser. Oh, für mich? Vielen Dank.
Gut, 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 gut. Sehr schön. Hm? Speichern. Dachte mir gerade schon, was passiert jetzt. Dieser Schatten im über mir, was ist das? Hey da! Tretet nicht in mein Liebstöckelbeet! Zu spät. Hoppla, Entschuldigung. Du hast wirklich einen schönen Garten, auch wenn die Pflanzen alle welk aussehen. Ach, ich weiß. Die verdammten Goblins von der 6. Etage haben mir meine Bewässerungsgeräte gestohlen. Selbst der kräftige Hopfen wächst nicht mehr. Goblins. Aha. Ich habe das Gefühl, wir gehen im Kreis. Tun wir tatsächlich. Dort oben war ich noch nicht. Ich möchte erst alles Begehbare ansehen, bevor ich die Quest-Sachen mache. Weinkeller, irgendwas wird noch mit dem zu tun sein. Achso. Ja, da waren wir doch schon. Da geht's nämlich nirgends hin. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir die Quest ab und dann ist gut. Also den Mantel abgeben und dann ist gut. Wir haben uns gut equipped. Neu equipped. Ups, ich laufe hier falsch. Haben auf der 5. Etage mehr geschafft, als ich erwartet habe. Es war bisher noch nicht viel los. Wird sich aber bestimmt noch ändern. Können wir erwarten. Im Garten wird noch was zu tun sein. Da und da. Und jetzt habe ich jetzt entweder oder Wahl oder wie was? Was war nochmal im Gefängnis? Warum sollte ich im Gefängnis? Warum war der Hinweis zum Gefängnis? Ach, da ist ein Zwerg eingesperrt. Ah ja. Und oben soll ein Amboss sein. 6. Etage, da muss ich sowieso hin. 6. Etage ist, glaube ich, das höchste Stockwerk. Und auch für diese Dämonen-Bonus-Quest, also mit den Statuen, gibt es auch in der 6. Etage was. Dementsprechend muss ich sowieso da hoch. Also ist die Frage, was machen wir zuerst? Ich glaube, das Gefängnis, das hört sich nach Gefahr, nach Kampf an. Während oben Goblins, hört sich auch nach Kampf an. Wir haben hier einen Mantel. Sehr gut, meine lieben, gewöhnlichen Leute. Danke. Ihr wart mir eine große Hilfe. Lasst mal sehen. Großartige Arbeit. Er ist so gut wie neu. Hier, für eure Bemühungen. Hey, das ist Abzocke. Das deckt ja nicht mal die Kosten für die Schneiderin. Tja, mehr habe ich nun mal nicht. Aber ihr könnt euch immerhin in dem befriedigenden Bewusstsein sonnen, dass ihr mir geholfen habt. Du kannst uns mal. Kohle her oder wir behalten dein Fetzen. Na, na, das würdet ihr nicht wagen. Vornehmheit basiert mehr auf deinem Verhalten als auf deiner Kleidung. Ein Raub wäre eines Ehrenmannes nicht würdig. Und meine Gefährten können außerdem recht gewalttätig werden. Schon gut. Ich habe kein Geld mehr, aber hier, nehmt dieses teure Schmuckstück, da eure Feilheit keine Grenzen kennt. Feilheit? Ein teures Schmuckstück. Und Geld hoffentlich. Was gibt's? Erfahrung? Erfahrung ist immer gut. Nehme ich immer. 25 Gold mehr hat er nicht. Da tut er aber ganz schön an. Hey, was habe ich bekommen? Schmuckstück? Was habe ich jetzt bekommen? Teures Schmuckstück hieß es. Ich sehe kein teures Schmuckstück bisher. Ich wurde abgezockt. Welch ein schöner Spaziergang, Freunde. Ich bin... Lumpen, Spitzbuben, Plattfladuck. Er sagt, freut mich, dich kennenzulernen. Ich fühle mich betrogen. Ehrlich gesagt, ich fühle mich sehr betrogen. Aber ich fühle mich auch besser gerüstet als je zuvor. Dementsprechend sind wir bereit, jetzt neue Höhen zu beschreiten. Entweder im Gefängnis oder auf der 6. Etage. Aber das beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.